Landeshauptmann Markus Wallner. Sie haben Frau Dr. Eva Grabherr in Ihrer Laudatio durchaus geehrt. Wie wichtig ist denn Ihr Beitrag für die Vorarlberger Integrationspolitik wirklich? Ja, eigentlich ganz enorm, weil die Integrationsarbeit im Lande trägt die Handschrift von Frau Dr. Eva Grabherr. Wie wir ja wissen, ist sie die Leiterin der Projektstelle OK Zusammenleben. Das heißt, sie hat seit 2001, eigentlich auch schon davor, aber von 2001 weg bemerkenswerte Initiativen gesetzt, etwa in der Sprachförderung, etwa in der Frage des islamischen Friedhofs, in der Elternarbeit, in kulturellen Fragen. Sie hat hohes Fachwissen und eine starke innere Grundhaltung. Sie ist überzeugt davon, dass wir ein gutes Zusammenleben im Land organisieren sollten. Und da hat sie natürlich absolut recht und hat deswegen auch unsere Unterstützung. Ich freue mich sehr darüber, dass sie ausgezeichnet wurde, weil es einmal mehr die Bedeutung der Integrationsarbeit im Land unterstreicht. Und dort haben wir gemeinsam noch wohl viel zu tun. Wir sind ein Land mit relativ hohem Migrantenanteil. Da hat sich vieles auch positiv bewegt in der Integration. Aber wir stehen im Prinzip immer noch mittendrin und die nächsten Jahre werden auch intensive Arbeit benötigen. Und da kann man so eine Kraft, so eine Energie, wie die Eva Grabherr ins Thema einbringt, natürlich gut brauchen. Wo sehen Sie in den nächsten Jahren Arbeitsbedarf für Frau Grabherr? Naja, ich hoffe natürlich, dass sie die Stelle OK Zusammenleben weiter gut machen wird. Sie macht das mit großer Überzeugung. Ich freue mich sehr darüber, dass es ihr gelingt, den Kontakt in die Gemeinden herzustellen, Integrationsprogramme direkt vor Ort zu organisieren. Ich halte es für absolut wichtig, dass sie den Schwerpunkt in der Sprachförderung gesetzt hat, weil wir heute wissen, Sprache, ausreichend Deutschkenntnisse sind der Schlüssel für Integration und der Schlüssel für einen guten Bildungsweg. Und da muss man natürlich immer mehr machen, mehr Angebote entwickeln, auf jugendliche Migrantinnen und Migranten zugehen. Und da hat sie noch ein weites Feld und wir werden sie weiter dabei unterstützen. Was kann sich denn jeder Vorarlberger von Frau Grabherr abschauen, Ihrer Meinung nach? Naja, sie ist sehr heimatverbunden, sie ist sehr hartnäckig in der Verfolgung ihrer Ziele. Als guter Vorarlberger würde man sagen, nicht Lukla, das hat sie absolut verinnerlicht. Sie bleibt dran an den Projekten, die sie macht und sie hat eine große Überzeugungskraft. Sie bringt viel an Weltoffenheit, an Toleranz mit und hat einen sehr respektvollen Umgang mit dem Gegenüber. Und das ist allemal etwas, was man von ihr schon lernen kann.